Sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Tantow, werte Leser von gemeindetantow.de. Das Jahr 2014 liegt nun seit kurzem hinter uns. Es war voller schöner, überraschender, aber auch wehmütiger Ereignisse. Bevor ich mit Ihnen einen Ausblick auf das neue Jahr wage, möchte ich noch einmal einen kurzen Rückblick auf das zurückliegende Jahr werfen. Beginnen möchte ich mit einem aus meiner Sicht positiven Fazit, was das Zusammenleben in unserer Gemeinde betrifft. Bereits seit 2 bis 3 Jahren können wir als aufmerksame Beobachter feststellen, dass bei vielen Veranstaltungen der Gemeinde viel mehr Besucher als zuvor daran teilnehmen. Dieser Trend setzte sich auch im vergangenen Jahr erfreulicherweise fort. Völlig unabhängig, ob es die Großveranstaltungen unserer Gemeinde wie das Kinder- und Parkfest, der Weihnachtsmarkt oder das deutsch-polnische Einwohnertreffen waren, oder die kleinen Events wie das Frühlingsfeuer des Schönfelder Feuerwehrvereins, der Sponsorenlauf der Tantower Schule, der Damenzower Sommergottesdienst, das Herbstfeuer von Kleingärtnern und Tantower Feuerwehr oder das Drachenfest des Tantower SV waren. Bei all diesen Veranstaltungen haben wir immer mehr Besucher verzeichnen können. Dieser Trend stimmt mich froh, denn er zeigt, dass der Zusammenhalt der Einwohner in der ganzen Gemeinde zunimmt und damit auch die Bereitschaft, sich auf die eine oder andere Weise einzubringen. Damit fiel ein Stichwort, das mich dazu kommen lässt, dass anlässlich der Kommunalwahlen im September auch Veränderungen in der Gemeindevertretung der Gemeinde Tantow eingetreten sind. Auf diesem Wege möchte ich mich daher ganz ausdrücklich bei den ausgeschiedenen Mitgliedern der Gemeindevertretung Silvia Döring, Heinz Marquardt, Carina Spletzstößer, Sabine Weber, Manfred Budniok und Tino Witte bedanken. Sie haben in der letzten Legislatur die Verantwortung mitgetragen und eine gute Arbeit geleistet. In besonderem Maße gilt mein Dank meinem Stellvertreter in der letzten Legislatur, Herrn Andreas Schwarze. Er schied leider auf eigenen Wunsch aus der Gemeindevertretung aus. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch die neue Gemeindevertretung ihre Tätigkeit zum Wohl der gesamten Gemeinde erfolgreich fortsetzen wird. Nun kurz zu den Ortsteilen. Im Ortsteil Tantow waren es vor allem die Mannen des Tantower SV, die zunächst ihren Anhängern die grauen Haare sprießen ließen. Nach einer völlig verkorksten Saison folgte zwangsläufig der Abstieg in die Kreisklasse A der Uckermark. Die Mannschaft unter dem neuen Trainer Udo Austinat nutzte die Sommerpause erfolgreich zum Neuaufbau und konnte auch neue Spieler dazu gewinnen und so die Abgänge aus der letzten Saison gut verkraften. Alle, die die neue Mannschaft auf dem Platz gesehen haben, werden mir sicherlich zustimmen. Es macht Spaß, wieder zuzusehen, denn die Einstellung stimmt wieder zu 100%. Im Ortsteil Schönfeld gab es im größten Verein, dem Schönfelder Feuerwehrverein, einen Generationswechsel. Der langjährige Wehrführer Arno Weidemann und 16 Jahre der Vorsitzende des Vereins trat mit 4 weiteren Kameraden nicht mehr zur Vorstandswahl an. Darunter war auch der ehemalige Ortsvorsteher Dietrich Stein. Mehr als 40 Jahre gaben Kameraden wie Arno Weidemann oder auch Gerd Klöhn im Ort und im Verein den Takt an und haben angefangen vom Abriss baufälliger Gebäude bis hin zum Bau des Schönfelder Feuerwehrhauses den Ort und den Verein nach vorne gebracht. Eine Lebensleistung, der ich auch an dieser Stelle meinen Respekt und Dank zollen möchte. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass es in Tantow 2014 auch gleich 2 Einwohner gab, die ihren 100. Geburtstag feiern können. Da möchte man sagen, Tantow tut gut. Zum Ende des Rückblicks möchte ich auch noch einmal auf bestehende Probleme eingehen. Es dürfte sich ja inzwischen herumgeschwiegen haben, dass das Verhältnis zwischen einigen Mitgliedern des Amtsausschusses, welchen ich auch als Bürgermeister der Gemeinde angehöre, und dem Hauptverwaltungsbeamten des Amtes Garz getrübt ist. Ich bin aber davon überzeugt, dass es gelingen kann, zu einem vernünftigen Arbeitsverhältnis zurückzukehren. Erste Anzeichen hierfür sind bereits erkennbar. Das begrüße ich ausdrücklich. Trotzdem wird es viel guten Willen und Kompromissbereitschaft benötigen, um wieder gemeinsam für die Bürger der Gemeinden und des Amtes da zu sein. Kommen wir nun zum Ausblick auf das Jahr 2015. Auch 2015 wird es mehr als 1 Dutzend Veranstaltungen in der Gemeinde Tantow geben. Höhepunkte werden neben dem Kinder- und Parkfest oder dem Weihnachtsmarkt unter anderem das
das 80. Jubiläum der Tantower Ortsfeuerwehr sein. Sportfest und Fußballturnier des Tantower SV werden dieses Jahr gemeinsam mit den deutsch-polnischen Einwohnertreffen stattfinden. Nicht zu vergessen auch das Volleyballturnier des Schönfelder Feuerwehrvereins, welches auch schon eine mehrjährige Tradition hat. An der Tantower Kita sind Arbeiten zur energetischen Sanierung des Gebäudes von Gesetzes wegen erforderlich. Dies wird die Gemeinde vor große finanzielle Herausforderungen stellen. Die Erweiterung des Schönfelder Windfeldes um 3 weitere Anlagen kann hoffentlich im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Ebenso sind substanzielle Fortschritte bei der Entwicklung des Windeignungsgebietes Tanto für 2015 in Sicht. In Anbetracht der Tatsache, dass im Nachbarland Polen wieder Atomkraftwerke gebaut werden sollen, finde ich diese Entwicklung ein gutes Zeichen dafür, dass es auch anders geht. Mit dem neuen Jahr wird die Gemeinde Tantow Eigentümer des Damitzower Schlosssees sein. Auch hier ist die Gemeindevertretung gefordert, sich über die weitere Entwicklung Gedanken zu machen. Vieles, was die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde betrifft, hängt natürlich von der finanziellen Situation der Gemeinde ab. Die Vorschläge für die Vorhaben in den Ortsteilen liegen der Amtsverwaltung vor. Diese beabsichtigt, im Februar einen Haushaltsentwurf für 2015 vorzulegen. Dann wird man endgültig abschätzen können, was realisierbar ist und was nicht. An dieser Stelle mehr dazu auszuführen, wäre Kaffeesatzleserei. Ich wünsche Ihnen, liebe Einwohner der Gemeinde Tantow, liebe Leser im Internet, ein persönlich erfolgreiches Jahr, vor allem beste Gesundheit für Sie und alle, die Ihnen am Herzen liegen. Einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2015, Ihr Bürger.